Brandförderzentrum Dorndorf. Mehrere Personen vermisst. Hilfe! Hier ist noch einer! Hilfe! Bleiben Sie ruhig! Ganz ruhig da oben! Hilfe kommt! Gute Lage! Mann im Förderzentrum, mehrere vermisste Personen. Im zweiten Obergeschoss befindet sich, im Erdgeschoss müssen wahrscheinlich auch noch mehrere sein. Angriffstrupp mit Auto zur Menschenrettung über den Seiteneingang. Wassertrupp rückt sich als Sicherungstrupp aus. Und Schlauchtrupp baut die Wasserversorgung vom Unterfiltranten zum Fahrzeug auf. Zum Einsatz fertig. Ausführung. Hier, da ist die Haustür rein. Linke Flügel komplett mit Absuchung. Die Tür liegt zu, bleib bitte zu. Hier rum, hier geht's nach runter in den Keller. Wie gesagt, hier hinten in der Ecke ist irgendwo ist eine verletzte Person. Ja. Ausführung. Einsatzleitung, Menschenrettung kommen. Oh, no. Ja, die
Oben zwei Personen oben im Lehrerzone. Alles klar, immer runter. Einhaken, beziehungsweise ich hake mich ein. Pass auf, wird das dann drauf, ich hake dann hier ein. So, warte mal, kleinen Moment. So. Super. Alles klar. So, der Kumpel holen wir gleich. Der Kumpel, der liegt hier vorne unter dem Tisch. Okay. Abschnitt, leider Menschenrettung für DLK kommen. Abschnitt, leider Menschenrettung für die DLK kommen. Und zwar ist hier oben noch eine vermisste Person, die ist nicht ansprechbar kommen. Ja, ich hab verstanden. Schickt ihr einen Trupp rein mit Trage? Ja, verstanden. Wir bereiten alles weitere vor. Kommen. Ja, verstanden. Ja, dann bitte zur nächsten Rettung. Verstanden.
Wir kontrollieren alle 10 Minuten den Druck der Luft, die die Jungs noch auf dem Rücken auf diesen Platten haben. Im Prinzip die Druckluftritte also durch, weil Rückgang, dann gibt es ein Alarmzeichen bei 60 und dann müssen die Jungs sofort raus. Wir sind dafür zuständig, dass wir das Luft kriegen. Keiner.
kommt. Zwei vermisste Personen aufgefunden. Brauchen noch einen zweiten Kopf. Ja, das war klar. Einen musst du nehmen. Wir können nur einen nehmen. Ha? Das ist noch einer. Oh Gott, hat sie erwischt, war jung. Ja, verstanden.
keine mehr.
Wenn wir jetzt aufpassen, sagt, wir normalerweise nehmen wir jetzt so Zeug nach Hause, wir sehen jetzt die Wunde ab, aber ich habe gerade gesagt, ich fahre es drunter. Wenn wir jetzt aufpassen, das Bein tut weh. Also müssen wir jetzt mal sehen, dass wir das Bein stabil halten, dass wir die Hose nehmen und setzen den Fuß drauf. Das ist mal die Frage, was wir sagen. Wenn dir was wehtut, kannst du mich alles geben, komm. Dann erst mal hier das Bein drauf. Abdecken, dann ein bisschen Sand, dann wird es sauer stellen. Gleich mal deine Werte auf, tut dir denn irgendwas weh? Hm? Das rechte Bein. Hier oben tut dir nichts weh? Kannst du dich an alles erinnern? Oder ist da irgendwo eine Lücke? Nicht dann? Das hat schon lustig gewesen, ne? Ja, wir haben einmal Verbrennung, schneide ich mal bitte auf, dass wir mal gucken, wie groß es ist. Alles, was irgendwie verklebt ist, bitte so lassen, letztlich, wenn es sich selbst weh. So, das rechte Bein? Der Arm war auch dran, ne? Ja. Wo tut denn das Bein weh? Hier oben. Und hier drückt es weh? Ja. Okay. Ja, okay, dann machen wir so. Dann müssen wir runter. Einsatzkleidung.
Ja, sind wir. Irgendwas. Tut der Fuß weh? Ja, weil wir so nachziehen. Das ist alles gut. Dann müssen wir wieder mit dem kommen. Ich wüsste gerade noch. Ach, wo? Sag mal, stopp. Stopp. Ab hier oben. Okay. So, okay. Kurzzeitung. Dein Geburtstag bräuchst du. Name? So, was habt ihr jetzt gemacht? Wie geht der da jetzt vor? Das war jetzt ein kurzer Bodycheck, das heißt, wir eine kurze Bestandsaufnahme sozusagen, sprich, welche Verletzungen liegen vor, sollten nicht länger als maximal eine Minute dauern. Probe Orientierung zur weiteren Versorgung. Das rechte. Zieht das rechte nach. Mal gucken, Sensibilitätsverlust hat er drin. Gucken, ob er irgendwelche Frakturzeichen findet. Ruhigstellung per Schiene und vorbereitender Infusion gesetzt. Kannst du kurz sitzen? Da steht da alles drauf, auf der Karte, die nur da ist. Das ist ja. Hat er schon ein Schild, ist er registriert? Ja. Jeder, der kein Schildchen hat, wird nicht weg. Der ist jetzt der 8. und der ist der 9. Ein kleiner, der von hier war. Verbrennung 20%, der ist jetzt auf dem Weg zum Hubschrauber Landeplatz. RDH dort mit Übernahme. Einmal Kategorie 2, mittelschwer verletzt, mit einer neurologischen Problematik nach Fulda ins Klinikum in die Neurochirurgie. Und dann haben wir 8-mal leicht verletzt, die sind jetzt in Betreuung. Die werden wir noch mal sichten und dann entsprechend sichten. Oder wo die sichten wir jetzt am MTW und werden sie dann entweder ambulant behandeln oder mit KDWs ganz normal in die umliegenden Kliniken verlegen.